Und jetzt muss ich schauen, dass ich ein bisschen Vorsprung raushol. Kann hier nochmals boosten. Mit den Schirmen muss zwischen den LKWs vorbei. Das war knapp. Name your game. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe Online. Heute steht wieder mal eine Challenge auf dem Programm und zwar ist das die No Items Challenge. Das heißt, keine Items, das ganze Spiel bzw. Rennen über und ich werde mal schauen, wie ich mich damit schlage. Ich werde jetzt mal ein random Setup auswählen. Ich werde jetzt hier in der Gruselwusel-Villa probieren, ohne Items zu fahren. Falls ich doch durch ein Itemfeld fahren werde, werde ich es natürlich nicht benutzen. Los geht's! So, der Tanuki Mario legt hier ganz einen schönen Start hin und hat hier ein Item aufgenommen, aber wir wissen, das darf hier nicht benutzt werden. Deswegen geht's so weiter. Die L-Taste ist jetzt tabu für mich, bin jetzt Achter. Nein. Vor mir einer mit einem roten Panzer und hoffentlich schießt er mich nicht ab. Ja, das habe ich befürchtet. Nein. Hinter mir sind noch zwei, aber ohne Items, das ist ja eine Katastrophe. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Tanuki Mario macht hier auf jeden Fall einen Sideflip. Und will jetzt hier einen schönen Boost hinlegen. Schön gedriftet und das gibt einen schönen Boost. Aber hier in der Wiese gelandet kurzzeitig und das ist ein 10. Platz. Ohne Items ist das richtig hart. Ein Trick, wenigstens darf ich noch driften. Das wäre natürlich auch mal eine Idee für eine Challenge, dass man nicht driften darf. Aber dann muss man schon Items verwenden, weil sonst hat man ja gar keine Chance. Das erinnert mich hier ein bisschen an das Zeitrennen. So, kann hier nochmals boosten und bin jetzt auf dem 9. Rang. Aber das ist natürlich so ganz ohne Items sehr, sehr schwer, hier was zu reißen. Hier noch ein Boost. Hinter mir einer mit dem Stern, auf den muss ich aufpassen. Bin jetzt 8. So, vor mir ein Brite. Hab sogar 10 Münzen, aber die bringen mir ja gar nichts. Das ist schlecht, schlecht, schlecht. Hätte jetzt 4 Pilze, aber die darf ich ja auch nicht verwenden. So, 9. Und vor mir der Iggy und jetzt kommt das Schrumpf-Item. Vielleicht kann ich hier durch gutes Fahren noch was aufholen, aber neben mir hat einer einen Stern und da muss ich jetzt abbremsen, muss jetzt in die Wand fahren. Nein, 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 nein. Komm schon, Tanuki, was machst du denn? So, nochmal schön um die Kurve. Kein Stunt hier geschafft, aber noch auf dem 9. Rang. Und jetzt hier hängen geblieben. Nein. Das ist ein 10. Rang, weil hier jetzt die Rakete an mir vorbeifliegt. So, Leute, hier mit dem schönen Mario-Sound. Den kenne ich noch vom SNES, also im Super Nintendo. Und los geht's hier wieder mal ohne Items. Muss hier den Windschatten usen und hab die Toadette hier nicht ganz erwischt. Jetzt habe ich ein Item aufgenommen, aber ich darf das nicht benutzen. Hätte hier jetzt einen Boostpilz. Nein. Vielleicht kann ich jetzt hier so boosten. Und da fällt auch schon der erste runter. Und muss auch die Tricks gut ausführen. Bin jetzt 3. Wie geht das? Aber wie gesagt, ich habe kein Item und wenn mich hier was verfolgt, dann wird es ganz, ganz, ganz schwer. Bin jetzt kurzzeitig 1. Wie toll ist das denn? Ohne Verteidigungs-Item wird das natürlich schier unmöglich, aber wir sehen mal, was hier noch drin ist. Hier nochmal und jetzt kommt auch schon ein roter Panzer an und ich fliege jetzt auch noch runter. Nein! Bin jetzt 2. Aber darf natürlich nicht boosten, aber dann nimmt mich schon einer mit und da hatte ich jetzt Glück. 5., 6. Und hier kann ich nochmals boosten mit Waluigi und kann ich hier nochmals aus dem Windschatten kommen. Das wäre natürlich genial, wenn es hier noch ein bisschen Windschattenboost gäbe. So, 5. Platz. Aber der 5. Platz ist ja gar nicht so schlecht. Es ist immer noch der 5. Platz. Vor mir ein Mii und der wird abgeknallt. Bin jetzt 3., 4. Waluigi rauscht hier an. Und kann ich den Waluigi noch überholen? Jetzt rauscht auch Toadette an. Das war nicht gut für mich.
Booste aber mit Toadette noch ein paar Mal, bin jetzt auf dem vierten und wenn mich jetzt der rote Panzer nicht trifft, dann bin ich hier Vierter, jawoll! Die Donut-Ebene 3 steht an mit unserem Tanuki Mario, aber hier dürfen keine Items benutzt werden. Und jetzt geht's gleich los, hoffentlich kein Fehlstart, ja das habe ich schon befürchtet. Wie werde ich jetzt nach vorkommen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es alles versuchen. Geht schon, komm. Ein Platz gut gemacht. Hier Donkey verfährt sich und das ist mittlerweile schon der 10., 9., 8. Platz. Es geht hin und her. Der 7. Platz und kann hier schön boosten. 5. Rang mittlerweile, aber ich hoffe jetzt, dass ich kein Item kassiere. Und da kommt der rote Panzer, der trifft mich nicht zum Glück. Hab Glück gehabt und will jetzt nochmal schön um die Kurven. Jawohl, das ist schon der 6. Rang und jetzt muss ich aus dem Windschatten boosten. Das hat nicht ganz funktioniert. Der 3. Rang mittlerweile und der rote Panzer ist zum Glück hängen geblieben. Das heißt, ich kann hier weiter boosten, driften, was geht. Hier schön um die Kurve. Und das war aber ein bisschen übermütig und Peach überholt mich hier. Jetzt kommt der blaue Panzer, der erwischt mich. Nein. Jetzt muss hier aber gut gefahren werden. Es ist die 2. Runde erst und es ist der 5. Rang. Kann ich hier noch einen Platz gut machen? Hier wird schon geboostet neben mir. Kann ich hier aus dem Windschatten fahren? Oh, da habe ich noch einen grünen Panzer kassiert und fahre jetzt auch hinunter ins Wasser. So, ein 8. Rang. Jetzt nochmals geboostet. Ein 6. Rang. Komm schon. Zeig, was du kannst. Zum Glück kommt da nichts mehr an. Kann jetzt hier nochmals boosten und noch einmal schön um die Kurve. Muss jetzt hier aufpassen, dass mich der mit dem Stern nicht trifft. Und es ist ein 7. Rang. Leute, das ist der Regenbogen Boulevard und ich werde es hier versuchen, wieder ohne Items punkten zu können. Vor mir eine ganze Riege an Mario Kart 8 Deluxe fahren, aber das stört mich nicht. Ich werde es hier aufholen. Bin jetzt fest entschlossen, hier zu gewinnen bzw. einen guten Platz rauszufahren. Und das geht jetzt im ersten Moment. Ist das der 6. Platz, 5. Platz, 3. Platz? Das wird jetzt hier aber knapp. Oh, das war schön. 2. Platz. Und vor mir eigentlich nur noch einer, aber ihr wisst ja, ich habe keine Items, mit denen ich mich verteidigen könnte. Noch ein Drift und doppelt geboostet. Sehr schön. Rosalina ist noch vor mir, aber sonst niemand. Und wenn das so bliebe, aber da hat sich das Item mir geöffnet. Für das kann ich nichts. Jetzt kommt auch noch ein blauer Panzer. Dem konnte ich ausweichen und es ist jetzt ein 4. Rang mittlerweile. Aber wieder ein 2. Rang. Und jetzt muss ich hier auf die Bananenschale aufpassen. Zum Glück bin ich nicht reingefahren. So, immer noch 2. Das ist gut. Hier noch ein schöner Drift. Und jetzt hat mir der Geist ein Item geklaut, aber das ist mir eigentlich völlig wurscht. So, muss jetzt aufpassen auf diese Kurve hier. 2., 3., es wechselt sich ab. Muss jetzt hier andriften. Vor mir bin jetzt platt gemacht worden vom Luigi und das ist jetzt der 4. Rang. Nein, es sind aber noch 2 Runden zu fahren, aber ihr wisst ja, das geht hier schnell und ohne Item kann man hier auch schnell verlieren. Will jetzt hier aus dem Windschatten kommen. Ein kleiner Boost, aber das ist nicht genug. Es ist ein 5. Rang, ein 6. Rang. So, hätte jetzt einen Pilzboost, aber kann den natürlich wieder nicht usen. 4. Hier noch den Boost abgesahnt, der an der Strecke steht. Und ein 5. Rang. Kann ich hier jetzt noch einen Rang gut machen vor mir? Einer mit einem Stern-Item und da muss ich besonders aufpassen. Kann ich hier aus dem Windschatten kommen? Nein. Einer mit einer Pflanze. Oh, jetzt bremse ich ein bisschen an, damit der mich nicht erwischt, weil ich kann mich gar nicht verteidigen. 3. Werde jetzt hier abgeschossen. Nein, zum Glück nicht. Und hier Rosalina hat das Item, hoffentlich used sie es nicht, ganz knapp hier drüber gekommen und es ist immer noch ein 2. Platz, ein 1. Platz, wie geht das denn, ein 2. Platz. Hier stecken geblieben und jetzt bin ich auf dem roten Feld, das war nicht gut, hätte aber einen Boost, aber den darf ich nicht benutzen. 3. immer noch. Und was wird sich hier noch ausgehen? Kann hier Rosalina mir den 1. noch abknallen, aber hier der rote Panzer trifft mich voll, leider. 6., 7., 8., 6. Der blaue Panzer trifft mich hier auch noch und das ist ein 9. Rang jetzt zwischenzeitlich. Hier noch alle mit dem Stern-Item. Da muss ich ausweichen.
immer noch der 9. Rang. Kann ich hier jetzt noch was gut machen? Nein, das wird der 8. Rang. Ja, Leute, wir starten hier auf Toads Autobahn und hier wieder die No-Item-Challenge. Das heißt, keine Items das ganze Rennen über. Und das ist meiner Meinung nach eine der schwersten Challenges überhaupt, weil die anderen dürfen ja Items benutzen, sonst wäre es eh nicht so schlimm. Kann jetzt hier aus dem Windschatten boosten. Und das ist direkt ein zweiter Platz vor mir nur, Rosalina. Und die fährt jetzt auch in den Truck rein und das ist jetzt momentan der erste. Aber ihr wisst ja, ich kann mich hier gar nicht wehren. Versuche jetzt noch ein paar Münzen zu holen. Die kann ich hier alle aufschnappen und mittlerweile ist es auch schon ein zweiter Platz. Das war nicht gut, weil hier der Mii eine engere Kurvenlage fährt. Kann hier nochmals boosten und werde jetzt hier das Surfbrett nehmen, um einen Boost zu holen. Bin jetzt wieder auf dem ersten, vor mir einer reingeknallt und das sind schon 8 Münzen. Hier nochmals geboostet und das ist die zweite Runde auf dem ersten Rang. Werde hier nochmals eng um die Kurve boosten, jawohl. Und gleich nochmal. Schön angefahren. Und Tanuki ist jetzt erster, wie geht denn das? Mit dem orangenfarbenen Drift. Gut gemacht. Aber hinter mir kommen natürlich die ganzen Bösewichte schon. Und jetzt muss ich schauen, dass ich ein bisschen Vorsprung raushol. Kann hier nochmals boosten. Mit den Schirmen muss zwischen den LKWs vorbei. Das war knapp. Kann noch eine Münze aufsammeln. Noch eine Münze. Ja, das ist der volle Münzenboost. Das ist auch gut. Und hier, boah, der LKW fährt hier rein. Ich konnte mich jetzt nicht verteidigen, weil ich nichts usen durfte. Bin jetzt aber immer noch Erster. Wie geht das denn? Das muss sich hier jetzt ausgehen. Ah, da habe ich zu viel spekuliert und deswegen bin ich hier hängen geblieben. Aber halb so schlimm, werde jetzt noch ein paar Münzen einsammeln. Das ist immer noch der zweite Platz. Und wenn hier nichts Gröberes geschieht, dann sieht es hier gar nicht schlecht aus. Jetzt kommt der blaue Panzer. Vielleicht saved er mich sogar. War das knapp. Kann jetzt hier boosten. Muss jetzt aufpassen, denn die hat hier einen fiesen Bumerang. Boost. Komm, nochmal. Und was wird es? Was wird es werden? Wird es ein erster? Nein, es wird ein zweiter, aber sehr, sehr, sehr gut. Toll, ohne Items. Nochmals vielen Dank an Feeling4, der mir diese coole No-Item-Challenge gestellt hat. Wenn ihr auch mal einen Request habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare posten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte ein Like oder abonniert meinen Channel. Ich wünsche euch viel Glück bei euren eigenen Online-Games. Bis zum nächsten Mal. Ciao.